Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Advanced Warfare mit mir, alle Wachen 1993, auf der Map Solar, natürlich wieder in Herrschaft. Diese Woche, also die Folge hier kommt jetzt am Freitag, also am 7., also heute, wenn ihr das seht. Und dann nächste Woche gibt mal Uplink oder sowas, gibt mal eine andere Serie. Ich bin jetzt momentan Level 34, ich denke mal kurz vor dem Aufstieg zum 35. Außer ich kriege jetzt noch 17.000 Punkte. Was ich aber stark bezweifle. Außer ich mache noch ein paar... Da hinten hat man schon irgendwelche Hüpfen sehen. Schade. Komm schon. So. Solar ist eigentlich auch eine coole Map. Bloß sehr, sehr verwinkelt. Hat mehrere Stockwerke, wo man extrem drauf aufpassen muss. Also hier so eine Grundebene. Dann noch eine Tiefenebene da. Und halt die ganzen scheiß Dächer, wo man halt aufpassen muss, dass man nicht beschossen wird oder erschossen wird. Und da hat man halt so einen kleinen schwulen, behinderten Fotzencamper, der da auch erstmal wartet. Oh, scheiße. Vorrat erhalten. Ah, den öffnen wir nachher auch nochmal in der Aufnahme. Da kriegt man schon wieder ein bisschen spezielle Waffen oder so, die dann halt noch einen irgendeinen Boost haben. Und ich krieg gerade mal richtig auf die Schnauze. Schade. Zack. Alter, Pre-Fire hilft dir gar nichts. Ich werde mal probieren. Mal die AK probieren. Alter, jedes Mal... Ach, Mann, ey. Jedes Mal krieg nur ein Assist. So wird das nix. Ja, genau. Das meine ich jetzt nämlich. Also ich habe eben gerade für Donnerstag aufgenommen. Also, ja, wenn... Ja, wie... Auch immer... Für Gästen praktisch, wenn ihr Details seht. Und ich bin in der gleichen Lobby geblieben. Da waren keine Camper drin. Aber jetzt hier, das kann man schon wieder vergessen. Hier sind nur Camper schon wieder drin. Und das meinte ich vorhin. Das macht das Spiel ein bisschen kaputt. Und ja, wenn die halt nicht wären. Oh, kurz mal kratzen. Oh. Ja, genau. Wenn die halt nicht wären, dann wäre das Spiel so bombastisch geil. Was es ja so schon ist. Ja, genau. Fickt euch doch, wie netten, ey. Der No 8, der Nummer 68, der macht das eigentlich, der sagt eigentlich schon das Wahre. Dass hier wirklich schon hier nur Hacker. Nur Camper sind. Und das ist auch wirklich so. Du kannst kein Spiel machen, ohne irgendwie gebunnyhoppt zu werden als tot oder irgendwie vom Camper getötet zu werden. Das ist alles... Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Komm. Das ist einfach so. Und das ist kacke. Du kannst doch nicht mal ordentlich wirklich dropshotten, weil du einfach weggekämpft wirst. Ja. Vor allem... Der tötet einen, der springt darüber, weiß, wo man ist und kann im Sprung perfekt anvisieren, was man eigentlich persönlich gar nicht kann, weil man sich ja selber bewegt. Zack. Der wird nochmal genahkampft, nochmal bam, schöne Faust in die Fresse. Das ist schon wieder komisch. Er weiß, dass ich da komme. Wir haben aber keine Drohne drinne. Ach, da war einer von mir, super. Ja gut, der war ein bisschen unglücklich. Da sind die ganzen Camper schon hier. So. Das ist natürlich geil, wenn man hinter den kommt. Und... Ja, die dann halt so wegholen kann. Ja gut, bisschen Bunnyhoppen. Ja, ich weiß es nicht. Da hätte man sich ruhig ein bisschen was anderes überlegen können. Wallbang kann man hier... Irgendwie gefühlt echt mal null. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Weil ich denke mal, das würde das Spiel erlebt noch mal ein bisschen ausreizen. Ich
Ja, genau. Von wo kommen die denn alle noch? Ich muss auf Range gehen, muss ich... Ich muss an sich bei der AK bleiben. Alter, ich spiel... spiele ich denn? 9-14. Okay, B wird auf jeden Fall nicht erobert. Da. Und wieder abhauen. Also am besten ist, wenn man hier wirklich immer in Bewegung bleibt. Auf wen hat denn er jetzt schon wieder geschossen? Ich habe keine Ahnung. Okay, 90 FPS passt. Durchgehend. Aber trotzdem, das ist so behindert. Habe ich eigentlich... Wie was sagt mein Ping? Oh Mann, voller Ping. Ist aber wirklich so, dass die nur Camper drin sind. Ups. Only Campers in this match. Ist aber wirklich so. Und das riecht auf. Das nimmt Spielspaß. Weiß nicht. Wäre jetzt natürlich mal richtig gut zu wissen, wie das in einem Advanced Warfare auf der Konsole aussieht. Aufklärungsdrohne eingesetzt. Ah, der hängt doch noch da oben. Darum. Man will kurz... Also man guckt kurz mal die Lage. Man sondiert mal kurz die Lage, wie... Hey, wie ist das da? Kann man da hingehen? Und wartet kurz. Und dann wird man sofort weggekämpft. Aber so instant. So instant. Was natürlich richtig kacke ist. Vor allem, die drehen sich... Ich will ja nicht sagen, dass die jetzt schon hacken, aber trotzdem. Manche drehen sich instant um. Sofort. Die wissen gar nicht, dass man da ist. Drohnen ist auch nicht oben. Das wollte mir gestern so ein komischer Spacko erklären. Da war... Was habe ich denn da gespielt? Gut, die Map-Kenntnis, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Es war keine Drohne oben. Und... Ja, er meinte dann erstmal so... Boah... Drehen wir uns mal eiskalt um. Weil ich weiß... Ja, genau, und er... Alter, wie kann man da so dreist campen, ohne Scheiß? Vor allem an so einem Punkt, wo kein Arsch langkommt. Nicht so schnell zumindest. Oh mein Gott, Alter. Jetzt wird noch gespawnt gecampt. Oh, ein Goliath. Ist natürlich auch geil. Komm. Geh doch da durch, Mann. Achso, da ist noch eine Scheibe. Boah, okay. Vor allem, der braucht 30 Schuss, ne? Achso, ah, okay, A wird gesichert. Dann gehen wir natürlich schnell mal hin. Ich habe keine Ahnung, was in solchen Spielerköpfen vorgeht, ne? Die gehören echt verprügelt, ohne Scheiß. Links, rechts ist frei. Vor allem, guck mal! Wie viel die aushalten, ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss die AK mal dingsen. Na? Werde ich schon hier gleich weggekämmt? Ist auch wirklich schlimm. Nee. Ich habe gerade jetzt mal versucht, ein bisschen auf Sound zu gehen. Also wirklich... Alter, was? Die schluckt Hits? Er schluckt Hits? Alter, kann man hier gar nichts zerstören? Das ist leicht komisch. Ich habe da 60 Schuss drauf geknallt. Und da ist nichts passiert. Finde ich schon ein bisschen komisch. Na gut, egal. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja, genau, jetzt kommen die plötzlich wieder von hinten. Wie geht denn sowas? 22, 23 immerhin. Ja gut, der erste aus dem Gegnerteam, der mit Level 49, er kann eh nix. Das sieht man nämlich, die jetzt schon so high Level sind. Das sind die ganzen Camper, das habe ich schon die ganze Zeit mit festgestellt. Und ab. Und gehen wir mal wieder runter. Ich würde ganz gerne B einnehmen. Ja, genau, und er zielt genau perfekt darauf ab.
Ja, guckt mal, ist doch. Gibt's doch gar nicht. Der wartet genau, bis ich da komme. Jetzt wären wirklich schon die ersten Wallhacks oder so draußen wären. Aber ich bezweifle es. Gut, PC ist und nichts unmöglich, ne? Der campt da so behindert, ey. Komm, zeig dich. Ja, da ist aber noch einer auf dem Dach. Ja, genau. Ich werde nur weggekämpft, Mann. Du tötest den einen, kommt der nächste. Tötest den anderen, kommt noch eine. Was ist denn das für ein Spielmechanismus, Mann? Zack. Weg. War wieder zu viel. Also, ohne Scheiß, wenn man hier nicht im Laufen bleibt. Komm her. Ohne Scheiß, wenn man hier nicht immer in Bewegung bleibt, ist das. Ist das hier tödlich, ohne Scheiß. Zack. Die letzten. Der hat so einen Lack, der behinderte Pfosten, ey. Aber trotzdem, da habt ihr mal wieder gesehen: Beweis, Camper ohne Ende. Aha! Aha! Dun, 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 dun. Ist aber wirklich so, die waren die Campe. Ah, immerhin 30, 25, ja gut, geht immer noch. Aber es ist halt so, das Spiel ist eigentlich zum Campen geboren, durch den großen Sprung. 35. Plündere, oh geil, endlich, neues Emblem. 1,2 KD, naja gut, geht, naja. Geht klar. Die schon wieder. Okay, schade. Altlast Bürgerwehrausrüstung, Lynx Combat. Ein Profi. Hat zweimal Präzision down, dafür zweimal Handhabung ab. Okay. Nun gut. Hopsa. Das war ein 2 zu 4 raus. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Auch mal so ein Camper-Game. Ging ja im Endeffekt nachher noch gerade so gut aus. Aber ich bin auf jeden Fall raus. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ist halt Advanced Warfare. Wenn ihr das Spiel mal auf der Konsole habt, schreibt mir unter, ob das genauso schlimm ist mit den Campern. Aber naja gut, ich bin raus, ich bin Adlerwach 1993. Bis zum nächsten Mal und ja, ciao Leute.